Ich meine, wir sind sowieso schon beim Thema. Andreas, du hast schon wahnsinnig viel gemacht. Ne? Also Oper, Theater, Film, Serie, Fernsehen jetzt auch. Was sind für dich die Besonderheiten der Aufzeichnung einer Theaterinszenierung? Das ist eine schwere Frage. Ich gehe mal da dran, ganz subjektiv. Ich gucke mir das an und wenn ich es mag, dann hat die Aufzeichnung Glück. Und wenn ich es nicht so mag, dann geht es auch mal schief. Und das ist wirklich ein sehr subjektiver Ansatz, im Prinzip wie der erste Zuschauer. Oder wie ich als Zuschauer. Ich versuche gar nicht objektiv dran zu gehen und zu sagen, was wollte die Regisseurin, weil das kann ich eben nur rausfinden, wenn ich mit ihr rede. Aber oft reden die ja gar nicht mit mir, sondern sind gar nicht da, sondern irgendwo. Und ich mache das halt einfach. Auch Leute, die sagen, du hast so viel gemacht, mach mal. Die wollen dir gar nicht dazwischen quatschen. Von daher ist das ein bisschen so ein sehr subjektiver Vorgang und manchmal trifft man es, glaube ich, ein bisschen hier auch, manchmal trifft man es auch nicht. Ich habe eine Aufzeichnung vor zwei Jahren, von Anja mit Robert Borgmann. Da habe ich tatsächlich, da hat der Borgmann gesagt, mach was du willst, mir ist völlig egal. Und ich habe ganz viele Dinge gemacht, die ich sonst nicht mache, Kameras eingebaut auf der Bühne und so. Das ist unglaublich gut. Ich war wirklich selber, was ist das passiert? Und da ist es wirklich so, das, was Claudia gestern sagte, als sie hier saß, ist doch nochmal eine ganz andere Ästhetik und ein völlig anderer Vorgang. Es kommt was raus dabei, was eigentlich quasi wie eine Neuinterpretation des Stückes ist oder der Inszenierung. Also das ist irgendwie ein bisschen was anderes. Mhm. Das ist nicht einfach. Also ich versuche nicht, das ist eine lange Rede, kurzer Sinn, ich versuche nicht dokumentarisch abzubilden, was da ist, sondern ich versuche eher den Blick auf die Inszenierung zu werfen und das zu kurzen, was ich sehe. Ja, ja. Claudia, wie stehst du denn zur Aufzeichnung von Theaterinszenierungen? Ja, das wird ja dann irgendwann mal zu so einer Berufskrankheit, dass man das tatsächlich gerne guckt. Also sogar nicht gute Aufzeichnungen. Also das kann man ja wirklich sogar ganz normalen Menschen zutrauen, das anzugucken. Man kriegt ja auch manchmal so Videos geschickt von Theateraufzeichnungen, die jetzt nicht so hochprofessionell und künstlerisch gemacht sind. Und ich bin da so ein Junkie. Also ich gucke wahnsinnig gerne Theater in diesem fremden Medium Fernsehen oder einfach Bildschirm. Ich finde das irgendwie toll. Aber ich weiß, dass das so eine perverse Lust ist irgendwie, weil es eigentlich natürlich nicht zum Theater passt. Was sind für dich die Besonderheiten einer solchen Aufzeichnung, einer Inszenierung? Na, das ist natürlich ganz unterschiedlich, weil es gibt natürlich, wenn man mit so vielen Kameras und einem geschulten künstlerischen Blick etwas anguckt, dann wird es natürlich ein Kunstwerk, ein neues Kunstwerk an sich, wo das andere sozusagen mehr oder weniger nur das Modell ist und der Maler malt es nochmal. Also sozusagen das Kunstwerk vom Kunstwerk. Das kann dabei rauskommen und manchmal ist das halt einfach nur Trash. Also gefilmtes Theater kann einfach im schlimmsten Falle oder im schlimmstbesten Falle dann wieder Trash werden, wo man einfach sagt, warum scheppert der Ton, warum reden die so komisch, was ist das? Das ist natürlich total unterschiedlich. Also natürlich erkennt man auch hier, dass es von einem Live-Event eine Aufzeichnung ist, eine künstlerische Aufzeichnung ist und dass da natürlich keine Schauspieler im Kammerton miteinander im Kämmerchen reden, also so, sondern es ist halt eine Theaterinszenierung. Mhm. Deswegen ist es ja auch so schwierig, das zu machen, weil natürlich die Menschen, die das gucken, sind ja gewöhnt, dass Leute so psychorealistisch, zart miteinander reden und wundern sich dann, wenn dann plötzlich getrötet wird, so wie man das auf der Bühne manchmal macht. Das finde ich wichtig, um so draufzusetzen. Ich finde wichtig, dass man erkennt weiterhin, dass es Theater ist. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man so tut, als heißt Fernsehspiel. Das ist natürlich das bleibt. Mhm. Wie entwickelst du dann ein Konzept für so eine Aufzeichnung? Hattest du ja gemeint, du gehst subjektiv ran? Ich gehe da auf den Bauch ran, ich entwickle keine Konzepte. Ich habe auch mal Assistent von Peter Musbach zu einem, aber er hat gesagt, Konzept ist als Wort verboten. Wie machst du das, Claudia? Aber dann ist die ich entwickle sehr viele Konzepte. Oder besser gesagt, was heißt Konzept? Ich brauche natürlich einen Fahrplan. Also gerade für Stoffe, die ich mache. Ich mache Romanadaptionen, unspielbare Uraufführungen, unspielbare Stücke. Also wo du dir wirklich ernsthaft überlegen musst, wie du dieses Papier, diese Buchstaben, diese Worte zum Laufen bringst. Also ins Bild umsetzt. Also bei mir heißt Konzept die Übersetzungsleistung vom Papier zu einem Spielplatz für Schauspieler, der sehr konkret sein muss.
und natürlich auch einen Ablauf, einen dramaturgischen Ablauf in irgendeiner Form zu entwickeln. Also Konzept ist vielleicht als Wort verboten, aber als Vorgang im Theater dringend nötig, wenn man solche Sachen macht wie ich. Also man kann natürlich auch andere Dinge machen, da braucht man es vielleicht weniger. Ich finde es spannend, dass ihr beide eigentlich mit Bildern arbeitet, ne? Zumindest ja. Nur und da gibt es ja ein Konzept, das man sich damit aufsetzt. Genau. Naja, aber klar, also das ist ja eine Romanbearbeitung. Das kannst du nicht machen, wenn du nicht da kannst du dich nicht einfach sagen, hier, ihr lieben Schauspieler, habt ihr euren Text? Ich habe mir mit dem Bühnenbildner mal ein hübsches Ding ausgedacht, da könnt ihr euch mal auf die Stühle setzen. Also man muss da tatsächlich, wirklich bei Romanadaptionen sehr genau wissen, was man tut. So. Und Andreas, denkst du, wenn du so eine Inszenierung aufzeichnest, kannst du den Kern einer Inszenierung bewahren? Geht das überhaupt oder musst du irgendeine riesen Transferleistung erbringen? Ich muss, glaube ich, eine sehr große Transferleistung erbringen, aber im besten Fall bewahre ich den Kern des Stückes oder Inszenierung dabei. Wenn ich das nicht tue, das ist tatsächlich vertan. Das ist mir auch schon passiert. Magst du verraten, was es in diesem Fall ist? Nee. Magst du uns verraten? Ich kenne es nicht. Deine Inszenierung ist? Was? Deine Inszenierung, der Kern deiner Inszenierung. Der Kern meiner Inszenierung. Oh mein Gott, vielleicht kann man das selber gar nicht sagen, weil das ja das Geheimnis des Lebens ist oder sowas. Aber ich glaube, meine Grundidee, ich kann über meine Grundidee reden. Und die Grundidee dieser Inszenierung war halt, etwas Konzertantes zu machen. Was für mich eigentlich untypisch ist, weil ich tatsächlich eine Bildertante bin. Und das ist ja sehr konzertant und sehr streng und auch sehr auf Gesang und Sprache aufgebaut. Und normalerweise, ich mache zum Beispiel gerne Live-Stummfilme auf der Bühne. Also deswegen ist mir das auch nicht ganz fremd, was der junge Kollege macht, weil ich auch schon, schon Inszenierungen gemacht habe mit insgesamt 3 bis 4 Kameras, wo der Zuschauer ein Triptychon sieht. Also wo sozusagen alles in der Kiste handelt und du 3 verschiedene Kamerabilder gleichzeitig als Zuschauer zu verwerten hast. Also nicht durchgehend durch die ganze Inszenierung, weil das nervt, aber immer mal wieder. Also so. Also eigentlich mache ich mehr Bilder. Hier bin ich sozusagen sehr konzertant und Oratorium, Requiem sind alles so Begriffe, die ich dafür verwenden würde. Ist eigentlich untypisch, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich es liebe, unterschiedliche Sachen zu machen. Eignet sich sowas denn nicht total gut für eine Aufzeichnung? Also ich denke, wenn du eine starke Struktur hast, die man dann ich finde in der Tat, dass dieses Stück und diese Inszenierung eignen sich perfekt, weil sie unglaublich starke Bilder kreieren, würde ich wirklich nur noch aufsetzen müssen. Ich würde draufhalten, da kommen Sachen dabei raus, wie zum Beispiel, wenn die Schwimmer von hinten kommen, es gibt dieses Hinterlicht. Claudia sagt, das haben die so schöne rote Hörchen. Das sind unglaublich. Das hat einfach eine irre filmische Qualität, weil es ist ein tolles Bild. Das ist was, wo ich natürlich sehr abhängig von bin. Die kann ich nicht kreieren in dem Fall. Das ist natürlich sozusagen dann eine Second-Hand-Regie. Da gibt es ja die First-Hand-Regie. Und wenn die so sind wie jedige, dann ist das ein Fest, weil ich das jetzt machen kann. Ich kann ein gut aufhalten. Wie ist es dann mit den Live-Kamera-Sequenzen? Da muss man sich ja, glaube ich, doch überlegen, wie man damit umgeht im Fernsehen, ne? Also eigentlich, da wird ja die Arbeit, die ihr sich normalerweise machen müsste, schon gemacht. Da habe ich mich ein bisschen vor gefürchtet in der Tat. Und ich dachte, boah, das ist so 7,5 Minuten lang manchmal, diese eine Kamera da oben und so. Aber vor was wir uns gefürchtet haben, war der Blick durch diese Gase. Und das ist ganz toll. Das habe ich gestern gelernt zum Beispiel, wie unglaublich großartig das aussieht, weil man mit den Kameras sozusagen durch die Tiefen, durch die verschiedenen Schärfenebenen noch mal was rausholen kann aus der Gase, was ich als Zuschauer nicht habe. Publikum, weil wir gehen dann nah ran, so Mund groß, dann schwenkt man so über die Gase, plötzlich sieht man dann, wie die da wirklich sitzen in dem Raum und so. Also da entstehen Bezüge, die ich so nicht gesehen habe, als ich im Publikum war. Und das war wirklich, das war die größte Überraschung eigentlich, weil es fängt ja damit an. Und wir wussten nach 5 Minuten, scheiße, das funktioniert. Das war richtig gut. Du arbeitest ja oft mit filmischen Elementen dann Inszenierungen, ne? Das stimmt. Was reizt dich daran? Naja, also ich finde es schon toll, wenn man beide Qualitäten in einem Kunstwerk vereinen kann. Also ich liebe ja die Nahaufnahme, also weil ich immer finde, das ist das, was das Theater eben nicht leisten kann. Also ich liebe halt die Nahaufnahme, dass man halt einen Schauspieler in die Pore, ins Nasenloch, ins Auge kriechen kann.
Besonders wenn er was bestimmte Sachen zum Beispiel spielt. Und ich finde einfach die Kombination aus Nahaufnahme und Totale, dass man das gleichzeitig im Bild haben kann im Theater, das finde ich total toll. Und dass man eben Verborgenes, also was weiß ich, wenn jemand in irgendeinem Hinterzimmer oder in irgendeinem schlecht einsehbaren Raum irgendwas macht und man gleichzeitig Parallelhandlungen zu inszenieren, so eine positive Überforderung zu inszenieren. Also nichts gegen die Überforderung hier, die man hier hat, aber das hat mir sehr gefallen. Ich merke immer, ich mag das total gerne, wenn ich so, wenn ich mich so verirren kann in so Bildern und wenn ich gar nicht weiß, welches ich lieber anschauen möchte. Mag nicht jeder Zuschauer. Ich muss mich dann auch manchmal zurückhalten, weil man dann immer sagt, Claudia, du musst den Blick mehr führen und so weiter. Und manchmal mag ich es aber total gerne, wenn man so in so einem Wimmelbild ist. So. Ich habe aber schon gemerkt, dass dann manche Leute, die neben mir saßen, so gemacht haben, wo ich gemerkt habe, ah, das mag nicht jeder. Schwierig. Ich fand es ja auch gestern spannend im Ü-Wagen. Hast du dann quasi die Live-Regie geführt? Also ich kenne mich nicht so gut aus mit Fernsehen. Mhm. Aber du sagst dann die Kameras an, so jetzt Achtung auf die... Na, wir haben uns vorher auch gemacht. Natürlich ein Konzept. Wir haben uns vorher überlegt, welche Kamera was tut. Da gibt es dann so... Es gibt manchmal, macht man das in einer sehr genauen Einteilung, wo man wirklich jeden Schnitt festlegt. Das sind dann 1.500 Schnitte. Das haben wir den Kameraleuten erspart, sondern wir haben so Blöcke festgelegt, in denen klar ist, da gibt es bestimmte Dinge, die mir wichtig sind und die sind eingeteilt. Da gibt es bestimmte Kameras, die gibt es bestimmte Dinge liefern. Und das sagen meine Assistenten an, damit sie sich erinnern, was da passiert. Also der eine Assistent sagt die Bewegungen an, alle Dinge, die auf der Bühne passieren, und die andere Assistentin sagt an, was im Prinzip wir uns das gedacht haben, sodass wir nur noch auf ihr Papier gucken müssen. Und ich schicke die dann hin und her und sage irgendwie, das bin ich jetzt zugleich, die zwei Einstellungen, mach mal was anderes, mach was anderes. Ich versuche mir die so zu organisieren, dass ich dann auch schneiden kann. Also ich mache so einen Live-Schnitt hier, der im Prinzip aber nicht verbindlich ist, wo wir gehen natürlich nochmal einen Schneider rein. Aber das ist im Prinzip sowas Ähnliches wie ein Live-Schnitt. Ja. Findest du dich damit irgendwie wieder, mit dieser Art der Organisation von Bildern? Ja, das ist natürlich eine viel komplexere Art, aber dieses Mitatmen bei einem Durchlauf und versuchen, also diese Jonglage, also das Flugzeug, was während des Fluges ständig zusammengebaut und neu umgebaut wird, das finde ich schon toll. Also mich hat das gestern sehr fasziniert und ich habe auch sofort gemerkt, das würde mir auch total, also ich habe aber natürlich auch gemerkt, wie viel Menschen es dafür braucht, dass das überhaupt funktioniert, also diese logistische Meisterleistung und Team, also ich war sehr überrascht, wie ruhig das blieb, obwohl es hier ja, ich meine, so eine Inszenierung läuft ja, da. Also ich meine, wir konnten gestern unterbrechen, aber zum Beispiel heute geht das nicht. Da muss man sozusagen während des Fliegens versuchen, das Ganze, den Kuchen irgendwie warm zu halten oder so. Ich weiß nicht, aber ich fand es ganz toll. Also mir hat es gestern sehr gut gefallen hier. Ich habe sofort gedacht, ah, wie geil, und auch diese spontane Zugreifen und Rangreifen, das finde ich schon toll. Und dass man es währenddessen gestaltet. Weil wenn man einem Schauspieler was sagen will, dann muss man rufen und das funktioniert auch nicht immer. Das ist natürlich auch das Tollste, wenn man sich mit einem Schauspieler so gut versteht oder mit Schauspieler, dass man reinruft und sagt, na, mehr das ja und geh da weiter und so. Das ist aber nicht immer der Fall. Ich meine, er hat auch gestern manchmal Probleme gehabt, wenn sie ihn nicht gehört haben wegen irgendwelcher elektroakustischen Probleme. Aber es ist schon total toll, weil du kannst halt währenddessen die ganze Zeit so surfen und so. Das hat mir sehr gut gefallen, seine Arbeit gestern. Ich finde es halt spannend, wenn es so ein bisschen, also wenn man viele Dinge nicht vorher festlegt, sondern wenn aus dem Moment heraus viel entsteht. Also ich habe gerade vor zwei Wochen eine Führung gemacht in Baden-Baden und da habe ich quasi nichts mehr festgelegt an einem bestimmten Punkt, weil die Sänger gespielt haben, was sie wollten, weil sie die Inszenierung scheiße fanden und weil der eine Sänger neu war, weil der andere krank war, der kam dann und spielte einmal mit Bart, beim nächsten Mal spielte er ohne Bart und so. Es war sehr interessant und da habe ich einfach ganz viel freigelassen, weil ich finde diesen Moment, diese drei Stunden oder wie viel man dann hat, in denen das so passiert, und das ist so ein Walk on a Tightrope, also so, man geht so von ganz hohen Drahtseilen und unten drunter sind irgendwie so Haie oder Alligatoren, und wenn man fällt, dann ist halt doof gelaufen. Das ist spannend. Man braucht, glaube ich, dieses Spannung. Wenn alles zu festgelegt ist, langweile ich mich ein bisschen. Es gibt eine Producerin, die
die oft mit mir arbeitet, die sagt, wenn man den Morello nicht kriegt, dann kann man ein bisschen Schokos. Das finde ich ganz toll, da bin ich so leicht. Der eingebaute Schokos. Also letzte Frage, die eigentlich... Er sagt auch, er hat sie, ja. Was mich interessiert ist, Claudia hat es angesprochen, dass sie beim Film, dass du das Gefühl hast, so viele Leute sind da beteiligt. Ja. Andreas, kannst du abschätzen, wie viele Leute hier mitarbeiten und wie lange die Vorbereitungszeit dauert für so einen Dreh? Für mich ist es einfach die Vorbereitung im Sinne von, ich gucke mir das Stück an und dann gucke ich mir das Stück ganz oft auf Video an. Auf einmal live, ich gucke mir ganz oft Video an und dann mache ich mit meinen Assistenten eine Vorbereitung. Hier sind ungefähr 50 Leute. Ich habe das PC-Lang-Kabel. Mit Kabelhilfen. Von der XT. Produktion, von der Zweier. Producer und Redaktion und alles. Einfach mal weggemacht und hast. Kommt schon so irgendwie zu. Hier von vorne eins reingezogen. Hm. Weißt ja. Irgendwie muss man es halt schaffen, dass die alle am selben Strick ziehen, respektive das spannend finden. Das hatte ich auch schon gemacht. Das funktioniert manchmal und manchmal finden sie es auch. Das hatte ich auch schon gemacht. Das müssen sie aber auch machen. Und Claudia, wie viele Leute waren es bei dir und wie lange Vorbereitungszeit? Ah, das ist ja an so einem Theater, gerade an so einem Schlachtschiff, und Leipzig ist ja durchaus schon so ein Schlachtschiff, sind natürlich an so einer Produktion bestimmt mehr Leute als 50 beteiligt. Also wenn man sozusagen, da rödelt ja das ganze Haus an so einer Produktion. Vor allem da spielen 26 Sänger mit. Und die müssen bekleidet, geschminkt, frisiert, umgezogen werden. Also da machen schon unsagbar viele Leute mit. Man hat ja Gott sei Dank bloß als Regisseur nicht mit jedem Einzelnen zu tun. Aber man hat mit sehr vielen Leuten natürlich auch zu tun. Und dasselbe gilt natürlich auch. Man muss die Menschen für das, was man tut, begeistern. Und dann wird alles wesentlich einfacher. Wenn sie nicht begeistert sind, geht es auch. Aber es ist sehr viel schwieriger und langwieriger und ätzender. Ist das eigentlich immer dasselbe? Sind es immer dieselben Leute im Chor? Da gibt es sozusagen einen Austauschpool. Ich hoffe, dass wenigstens heute dieselben sind wie gestern. Aber das sind viel mehr. Also nicht viel mehr, sondern ich glaube, auf der Bühne sind immer 26 und es sind zu knapp über 30. Also die tauschen sich so gegenseitig. Die tauschen so durch. Muss man ja auch auf die Stimmen achten, ne? Weil da sind ja, ist ja alles eingeteilt in Sopran, Alt, Tenöre und die Bässe und so weiter. So, aber die waren echt cool. Die sind auch wirklich in der Kamera, man merkt, die sind echt sehr konzentriert, die wissen meistens auch, was sie tun sollen. Ja, bei 26 Leuten, die letztlich Laien sind, ist es, also ich meine, es sind zwar professionelle Sänger dabei, aber die meisten standen noch nie auf einer Schauspielbühne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eine Abschlussfrage. Du hast gesagt, du guckst gerne Theaterinszenierungen im Fernsehen. Ja. Hast du da eine Lieblingsaufzeichnung? Also, nein, das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich habe einmal eine Totale gesehen, also keine Fernsehaufzeichnung, eine Totale gesehen von Martalas, Kasimir und Caroline. Aber eine Totale, das war wirklich einfach so eine grisselige Totale, die sozusagen von irgendeinem hinter den Zuschauern Inspizientenkamera aufgenommen worden. Und es war ganz toll. Was das Tolle ist, man hat keine Gesichter erkannt. Man hat aber die Stimmen gehört und so. Und das Tolle war so, man dachte sich das dann so dazu. So. Aber das ist schon eine sehr perverse Art von Kunst. Also das hat aber was, wenn man weiß, wie Theater geht, dann kann man sich auch eine schlechte Aufzeichnung angucken und man kann sich da irgendwie so einkuscheln. Es ist natürlich auch keine, ich meine, diese Aufzeichnung will ja auch nichts. Es ist ja nur eine Totale. Aber das kann man als normaler Mensch natürlich nicht genießen. Das ist sowas wie Plastikessen oder sowas. Das funktioniert eigentlich nicht. Aber eine Lieblingsfernsehaufzeichnung von... Also, ich habe einfach keinen Fernseher mehr. Also deswegen... Aber ich gucke gerne manchmal DVDs. Aber dann auch, vielleicht manchmal auch lieber Serien und Filme als... Also ich habe jetzt nicht so viele... Stimmt, ich meine, ich habe den Idioten von Castorf natürlich als Aufzeichnung. Und das sind natürlich, die eignen sich ja auch total, weil es natürlich in ganz vielen Räumen handelt und man hat eigentlich das Gefühl, man ist einfach nur ein bisschen näher dran, aber es ist eigentlich die Inszenierung, die man kennt. Aber auch Mucks, den Europäer, ist, ich weiß gar nicht, ob die Aufzeichnung so gut ist, aber die Inszenierung ist einfach so großartig, die Aufzeichnung fällt eigentlich gar nicht auf. Ist einfach toll. Also. Und du, Andreas? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht beleidigt oder sowas. Überhaupt nicht, warum nicht, Gottes Willen. Weil ich deine Aufzeichnungen alle nicht kenne. Ich glaube, ich habe, also es gibt von meinen eigenen Sachen, die ich besonders gerne mag, aber das finde ich eitel. Von meinen Kollegen
weil er gestern Abend schon zu sagen, der hat ihm auch gezeigt, er hat ihn auf den Stream und nach einmal runterfahren und wieder hochfahren, weil ich die Platte gewechselt habe. Es gibt von Alles Wasser so mit Ostermeier so Sachen, die sind sehr schön. Fast schöner als auf der Bühne. Ja, danke. Bis dann, ciao. Ich weiß es nicht, ich gucke am liebsten Sachen, die alt sind, weil ich bin irgendwie so aus einem Alter, in dem ich noch so Klaus Michael Gröber und so Menschen erlebt habe. Und da gibt es so Aufzeichnungen, die so ähnlich sind wie das, was Claudia beschreibt, nämlich drei Kameras. Mhm. Ehrlich gesagt finde ich das ganz toll. Andreas, du kannst umstellen. Ja, diese Schlichtheit, das hat schon was. So ähnlich wie es gibt so eine Colors-Aufzeichnung mit zwei Kameras. Das ist toll. Da ist immer die Colors groß und wenn nicht, dann ist halt eine total. Vielen Dank euch beiden. Andreas? Ganz großartig. Ja. Der Timecode danke für eure Zeit, war super. Ihr schneidet das jetzt.